Ich bin der Thomas, arbeite hier bei Cozy als Backend-Entwickler und möchte euch heute das Tool oder das Framework MapStruct vorstellen, das mittlerweile in dem Team, in dem ich arbeite, schon seit einiger Zeit zum Einsatz kommt, um Java Bean Mapper zu erstellen. Wofür brauche ich sowas? Zuerst mal, wer Java Beans noch nicht gehört hat oder wem der Begriff nichts sagt, das sind im Endeffekt einfach nur kleine Klassen mit privaten Feldern, deren Funktionalität oder deren Informationen über Public, Getter und Setter nach außen gegeben werden. Wir benutzen sowas unter anderem, um unsere Datenbankstruktur mittels Hibernate und JPA nachzubilden und somit die Informationen zu verwalten, die wir eben in die Datenbank schreiben und auslesen können. Das hier ist ein ganz kleines Beispiel, ein Kunde mit einer ID, E-Mail, Name und bestimmten Informationen. Das Problem ist, solche Entities wollen wir eigentlich nicht unbedingt über unsere API nach draußen geben, weil die Informationen enthalten können, die nicht jeder Client wissen sollte, wie zum Beispiel die Kreditkartennummer, die ich nicht jedem zur Verfügung stellen will. Und außerdem habe ich dann das Problem, dass ich, wenn ich die Struktur meiner Datenbank verändere, im Endeffekt auch jeden Client anpassen muss, von denen ich mitunter noch nicht mal genau weiß, welche existieren und wer genau Zugriff auf mein System hat. Deshalb werden solche Sachen nach außen dann in DTOs gekapselt, die eben genau die Informationen beinhalten, die ich nach draußen geben möchte und eventuell auch aufbereitet für den spezifischen Client. Um diese DTOs zu füllen, sind wir so vorgegangen, dass wir eben unsere eigenen Mapper geschrieben haben, die nichts anderes gemacht haben, als von der einen Entity die Daten, die mich interessieren, in die andere Entity zu schreiben. Das ist an sich eigentlich noch nicht so ein Problem, also es sieht relativ clean aus und relativ übersichtlich. Das Problem ist, in der Realität bestehen Kunden meistens nicht nur aus dem Namen und einer E-Mail-Adresse, sondern können eben größer werden. Und wenn ich dafür meine eigenen Mapper schreiben will, dann wird das nicht mehr ganz so übersichtlich und ich weiß auch nicht unbedingt, wo ich da Fehler habe. Habe ich alle Felder gesetzt? Und es ist eben relativ fehleranfällig. Hier kann mir MapStruct helfen, und zwar wie? Die Methode, die ich eben gezeigt habe, sieht in MapStruct ungefähr so aus. Also ist eine Zeile mit noch vier Zeilen außenrum, aber bei größeren Objekten interessiert mich das eigentlich weniger. Also der Aufwand, den ich mir spare, ist in dem Fall immens. Wie sieht das in einem realen Beispiel aus? Ich definiere mir ein Interface mit der Annotation @mapper. Das beinhaltet ein Feld, in dem der Mapper sozusagen initialisiert wird. Darüber kann ich später auf den Mapper zugreifen und alle Methoden, die ich in diesem Interface beschreibe, können in meiner Anwendung genutzt werden. Die Java Beans, die ich mappen möchte, werden dann in einer Methode, also ich definiere in einer Methode als Parameter das Bean, das ich in mein Ziel Bean mappen möchte, und MapStruct generiert im Hintergrund eine Implementierung. Nein, hatte ich noch nicht. Einen Moment. Ja. Der Klassiker. Ganz einfach generiert mir MapStruct im Hintergrund mein zuvor definiertes Interface.
das sieht ungefähr so aus wie das, was wir vorher manuell generiert haben. Der Vorteil ist, ich muss mich nicht darum kümmern. Also es ist das, was ich wirklich schreiben muss, ist eine Zeile und MapStruct kümmert sich darum, im Hintergrund die entsprechenden Getter und Setter der Felder zu finden und gegeneinander zuzuordnen. Das funktioniert auch mit im Endeffekt werden auch implizit Typen schon zwischen den Beans gemappt, wie zum Beispiel primitive Datentypen, die direkt in ihre die automatisch in ihre Wrapper überführt werden können und in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich einen Wrapper in einen primitiven Datentypen überführen will, dann kümmert sich MapStruct auch darum, dass direkt die Null-Checks implementiert werden. Was auch möglich ist, ist zum Beispiel Enums in Strings zu überführen und in die entgegengesetzte Richtung. Also da nimmt mir MapStruct ziemlich viel ab, worum ich mich früher einfach selber kümmern müsste. Ich brauche meine Null-Checks nicht mehr. Genau. Was genauso funktioniert mit einer Zeile ist eben Collections und Listen in andere Listen zu überführen, sogar Maps in andere Maps zu überführen und mehrere Quellen in ein Ziel zu überführen, solange die Struktur das erlaubt. Also ich brauche keine zusätzlichen Annotationen, wenn in meinen Quellen die Zuordnung in mein Ziel Bean eindeutig ist. Genau. Problematischer wird's, wenn meine Beans komplexer werden. Also das hier sind jetzt alles Beispiele, bei denen im Endeffekt das Ziel genauso aussieht wie meine Quelle. Das Problem dabei ist, dass es hier nicht mehr wirklich übersichtlich ist. Also wenn ich jetzt von meiner Quelle in mein Ziel vergesse, ein Feld einzuführen, wie zum Beispiel dann bekomme ich zwar Compiler-Warnings, aber ich bekomme nicht wirklich aktiv mit, dass ich hier einen Fehler gemacht habe, wenn das in meinem Quellobjekt fehlt. Deswegen würde ich empfehlen, immer die Unmapped Target Policy auf Error zu stellen. Das führt dazu, dass solche verfehlten Mappings von meiner Quelle in mein Ziel eben nicht nur ein Warning sind, sondern direkt ein Compiler-Error und ich bekomme direkt mit, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe oder wenn ich vergessen habe, etwas zu mappen. Um das dann zu umgehen, kann ich mit weiteren Annotationen aktiv erklären, dass mein Ziel ignoriert werden soll. Oder unter Umständen auch einen Default-Wert übergeben. Das führt dann dazu, dass die Compiler-Warnings eben aufgelöst werden und ich meine Mappings überprüfen kann und weiter fortsetzen kann. Das Schöne ist, es gibt mittlerweile auch ein IntelliJ-Plugin, was mir in diesen Mappings eben auch die Autovervollständigung, genauso wie ich es von IntelliJ kenne, übernimmt. Das heißt, da habe ich eben den gewohnten Komfort, den ich von IntelliJ habe, obwohl das eigentlich nur so String-Annotationen sind, kann ich eben weiterhin nutzen. Ein weiterer
Tipp für solche Sachen ist eben auch, dass ich merke, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, in solchen Fällen den Mapper, den ich geschrieben habe, immer mit Tests auch wirklich zu testen, dass ich weiß, ich stecke auf der einen Seite irgendwas rein, auf der anderen Seite kommt das raus, was ich haben möchte, weil es eben nicht mehr so ganz so transparent ist, was im Hintergrund passiert. Ich habe immer noch den Vorteil, im Gegensatz zu anderen Frameworks, wie zum Beispiel Dozer, was wir früher eingesetzt haben, was auf Reflection basiert und ich überhaupt keine Ahnung hatte, was im Hintergrund passiert und es erst zur Laufzeit irgendwie geknallt ist, dass ich hier eben meine Implementierung direkt sehen kann. Wenn ich irgendwelche Tests mache, dann kann ich da durch debuggen und ich sehe einfach, was der Mapper für mich macht und ich bin nicht darauf angewiesen, zur Laufzeit eben zu sehen, wo meine Fehler knallen. Das Ganze funktioniert nicht nur, wenn ich solche einfachen Objekte hin und her mappe, sondern es funktioniert genauso gut, wenn ich genestete Objekte mappen möchte. Wichtig ist hier allerdings eben auch wieder, dass die Struktur gleich ist. Also MapStruct fährt einen Ansatz von Convention over Configuration. Das heißt, wenn ich mich daran halte und meinen Code davor darauf vorbereite, dass es später gemappt wird, dann wird relativ viel übernommen. Wenn ich allerdings davon abweiche, dann muss ich über die Annotationen, die eben schon erwähnten, eben sagen, was genau MapStruct machen soll. Ein Fall ist zum Beispiel, wenn ich Typen habe, die nicht 1:1 gemappt werden können, beziehungsweise die nicht wirklich, wo nicht 100% das Mapping klar ist, zum Beispiel von einem Instant auf ein Long, dann muss ich eben weitergehen und MapStruct sagen, wie es diese Fehler auflösen soll oder diese Probleme. Das mache ich, indem ich Default-Methoden in meinen Interfaces mit übergebe und in solchen Fällen eben sage, wie das aufgelöst wird. Dann findet MapStruct automatisch die in den auftretenden Fällen die Methoden, die es verwenden soll. Das funktioniert dann allerdings für jedes Mapping, wie angegeben. Das heißt, ich kann in solchen Fällen nicht einfach sagen, manchmal soll das Instant in ein Epoch Second und manchmal in ein Epoch Milli überführt werden, sondern das wird dann wirklich für jeden Fall aufgeführt. Weiteres Problem kann zum Beispiel sein, wenn ich verschiedene Enums ineinander mappen möchte, die inkompatible Werte haben, gehe ich im Endeffekt genauso vor, dass ich wieder eine Methode anlege, die sagt, wie welche Bean oder welche Werte in welche Werte überführt werden sollen und mit Hilfe von der Value Mappings Annotation eben diese Komplikationen wieder auflöse. Das geht dann auch so weit, dass ich nur Teile auflösen kann und eben sage, alles, was ich hier nicht aufgeführt habe, soll in einen bestimmten anderen Wert überführt werden, was eben gerade bei ziemlich vielen Werten, wo es mich nicht interessiert, was in bestimmten Fällen nach außen geführt wird, ziemliche Vorteile bietet. Genau, wenn mir das wiederum auch nicht ausreicht, kann ich dann noch weitergehen und zum Beispiel Fälle auflösen, in denen mehrere Felder aus meiner Quelle in ein Feld in meinem Ziel überführt werden sollen, das bekomme ich mit mehreren Möglichkeiten hin. Ich kann einerseits meinen Mapper dekorieren und sozusagen einen Decorator hinzufügen, der diese implementierte Methode nochmals überschreibt. Dafür führe ich dann den Mapper als ein Delegate in meinem Decorator ein und kann die genutzte Methode weiter mit weiteren Funktionen versehen. In dem Fall zum Beispiel einen komplexeren Fall, in dem bestimmte Werte von anderen Werten in meiner Quelle abhängen. Ja.
Eine weitere Möglichkeit, um so etwas umzusetzen, ist nicht einen Decorator zu verwenden, der nur auf die Methoden, die ich auch wirklich überschreibe, angewendet wird, sondern dass tatsächlich für alle möglichen Superklassen diese angegebenen Methoden zu übergeben. Das funktioniert, indem ich mir eine indem ich eine weitere Methode einführe, die mit Aftermapping oder auch Beforemapping annotiert ist. Das führt dazu, dass es eben nicht nur die eine überschriebene Methode mit weiteren Funktionen versieht, sondern eben alle Mappings von einer Adresse auf ein Address DTO. Für einfachere Fälle ist es in dem Fall auch möglich, ein Mapping einzuführen, indem ich eine Java Expression übergebe. Das führt dazu, dass einfach nur diese Werte, die ich hier eingegeben habe, komplett als Text in meine Mapping-Methode eingeführt werden. Sollte also mit Vorsicht genossen werden, weil hier überhaupt keine Validierung des angegebenen Codes erfolgt, sondern das wird tatsächlich eins zu eins als String in die generierte Methode übergeben. Was noch dazu kommt, wenn ich eben meine Struktur nicht darauf ausgerichtet habe, dass es später mal mit dem genannten Framework gemappt werden soll, was bei uns der Fall war, wir haben das nachträglich in unser Projekt eingezogen und es war eben nicht so, dass wir darauf geachtet haben, dass jede Methode, die wir rausgeben, gleich heißt, jedes Feld gleich heißt, da es in dem bisherigen Fall einfach egal war. Wenn ich meine Getter und Setter benutze, dann interessiert es mich nicht wirklich, ob die zu 100% gleich heißen, weil ich die Getter und Setter sowieso schreiben und aufrufen muss. Von daher ist es dann aber auch noch möglich, in solchen Fällen, in denen wirklich abweichende Feldnamen benutzt werden, MapStruct wirklich zu sagen, nimm in der Quelle dieses Feld und schreibe es in dieses Feld. Ganz charmant ist, dass man dabei auch noch bestimmte Type-Conversions vornehmen kann. Also zum Beispiel in dem Fall von einem Integer in einen String kann ich später sagen, wie das Format aussehen soll. Also ich habe jetzt ein Feld, in dem zum Beispiel ein ausstehender Zahlungswert direkt an das Frontend übergeben werden soll und dann muss ich mich nicht darum kümmern, wie wird diese Zahl irgendwo gemappt, sondern ich kann sie tatsächlich im Backend definieren, wie das später aussehen soll. Nötig ist das vor allem auch, wenn wir genestete Objekte in nicht genestete Objekte überführen, dann ist MapStruct nicht in der Lage, wie vorher bei den zwei Quellen wirklich diese Felder zu finden und das automatisch zu mappen, sondern ich muss eben definitiv sagen, was in welchen Wert überführt werden soll. Das Schöne ist aber, wenn ich einmal so ein Mapping definiert habe, dann kann ich diese Struktur vererben. Also wenn ich zum Beispiel in die Gegenrichtung mappen möchte, dann kann ich sagen, dass diese Konfiguration vererbt werden soll und eben in die andere Richtung überführt werden soll und ich muss mich nicht darum kümmern, dass das jedes Mal wieder neu geschrieben wird und sagen, wie das aussehen soll. Und was weiterhin noch möglich ist, ist auch Beans anhand von vorherigen Werten zu updaten. Auch wieder mit der vererbten Konfiguration, indem ich einfach angebe, dass ein bestimmtes Mapping-Target ausgegeben werden soll und mit den Werten befüllt werden soll, die in einem weiteren Objekt eben gegeben sind. Im Endeffekt wäre das so die Kurzeinführung in MapStruct. Ich hoffe, man hat es ein bisschen verstanden. Es tut mir leid. Das Wichtige ist auf jeden Fall, was ich rüberbringen möchte, dass
man, wenn man nicht nur so einfache Beispiele wie am Anfang betrachtet, sondern in realen Projekten, wo wir wirklich viel damit arbeiten und Fehler entstehen können, wenn wir größere Objekte in andere Objekte mappen, dann kann einem das viel Arbeit wegnehmen. Es ist allerdings wichtig, dadurch, dass viel Magie im Hintergrund passiert, eben die Mapper zu testen und um wirklich auch zu überprüfen, dass das hinten rauskommt, was ich eigentlich erwarte, und lieber mit bestimmten Annotationen vorsichtiger sein, das heißt nicht einfach nur ein Warning, sondern das Ganze als Compile-Fehler betrachten, was mir eben viel Schwierigkeiten im weiteren Verlauf ersparen kann. Also da hatten wir auch schon Fälle, die einfach nicht aufgefallen sind und die uns ein bisschen Arbeit erspart hätten, wenn wir das wirklich als Compile-Fehler angenommen hätten. Und lieber eine Annotation mehr an die Mapping-Methode rangeschrieben, als die Arbeit zu sparen und später die Scherben aufräumen zu müssen. Ja, nach mir, na, ich bin noch im Falschen. Nach mir kommt, wenn es keine Fragen gibt, der Andreas Mohrhardt mit dem Thema All-in-One Serverless mit AWS und Go. Wird ein bisschen mehr neuer, heißer Scheiß im Gegensatz zu, wie verwende ich ein Framework. Aber bestimmt auch ganz spannend.